1, 2, 3, 4, 5, 6 Spieler. Leute, ich hatte jetzt wirklich in diesem Beta-Wochenende, ich hatte die schrecklichste Beta-Experience, die ich jemals hatte. Und ich spiele schon sehr lang COD und ich habe viele Betas gespielt. Aber es ist halt eine Beta, Leute. Da wird sich noch einiges ändern. Da kann sich noch einiges ändern. Und dieses COD hat hier gleichzeitig das Potenzial, das beste COD überhaupt zu werden. Jetzt gerade, wo wir von der Beta reden, Leute, das habe ich hier jetzt gerade gefunden. Lag hier einfach so rum. Hier damals noch World War II, die private Beta. Ich habe jetzt einige Zeit das Spiel gespielt. Ich habe wirklich lang gegrindet. Leute, das ganze Wochenende üben. Und ich habe jetzt ein paar Sachen hier aufgeschrieben, ein paar positive Sachen, ein paar negative Sachen und über die möchte ich jetzt reden. Und Leute, ich möchte euch an der Stelle auf jeden Fall bitten, bitte testet das Spiel selbst. Hört da nicht irgendwie auf andere, die da irgendwas zu sagen haben und übernimmt einfach deren Meinung, ohne es selbst getestet zu haben. Hört euch die Sachen an, aber probiert es danach selber und schaut dann, ob das wirklich für euch auch der Fall ist, weil für mich ist es was anderes als für jemanden, der irgendwie das allererste Mal COD spielt. Deswegen, ich bitte euch, Leute, testet es selbst und in den Kommentaren schreibt mir natürlich eure Meinung, aber bitte Leute, verhaltet euch nicht wie irgendwelche Höhlenmenschen oder irgendwelche Oger. Das ist hier alles Geschmackssache, das ist ein Spiel. Okay, ich möchte mal anfangen mit den positiven Sachen und dann kommen wir zu den negativen Sachen. Ich habe im Hintergrund ein Gameplay für euch. Achtet bitte auch ein bisschen, wenn ihr könnt, auf das Gameplay nebenbei, dann werdet ihr auch da so ein paar Sachen wiedererkennen, die ich hier genannt habe. Erster Punkt von der Beta, was mir perfekt gefallen hat, Leute, Waffenfeeling. Es hat sich extrem nice angefühlt, mit einer Waffe zu schießen und extrem satisfying damit auch irgendwie Kills zu holen. Es hat sich extrem rewarding angefühlt, so einfach Kills zu holen, Leute. Ich weiß nicht warum, es war einfach ein cooles Gefühl, so da rumzurennen und, Alter, das hört sich jetzt voll schlimm an, so einfach andere Leute so zu killen. Ihr wisst, was ich meine. In dem Spiel. Nächster Punkt, Waffenanpassung. Oh mein Gott, Leute, Klasseneditor, Alter, top, top, top. Alles, also was sie da, top, bitte nicht anfassen. Vielleicht mehr bringen, noch mehr dazu, aber nicht irgendwas groß ändern. Vielleicht haben das einige von euch nicht gewusst. Man kann während dem Spiel seine Klasse auch noch ändern. Als wärt ihr im Menü, als wärt ihr im Klasseneditor, Startmenü, als würdet ihr da eure Klasse anpassen. Ihr könnt ins Spiel gehen. Im Spiel drückt ihr dann die Options-Taste auf der PlayStation und dann habt ihr da eure ganzen Klassen. Ihr geht auf eine Klasse, geht rechts auf Anpassen oder Bearbeiten. Dann bei der Waffe nochmal auf das gleiche gehen, Anpassen, Bearbeiten und dann könnt ihr dort einfach die Aufsätze swappen, wie ihr wollt, anpassen, wie es eben euch passt. Und dann gibt es noch ein zusätzliches Feature und das war richtig nice, Leute, als ich das gesehen habe. Das ist einfach richtig cool, vor allem für Leute, die halt besser werden wollen und die sich vielleicht nicht so gut mit dem Spiel auskennen und generell in COD nicht so eine große Erfahrung haben. Leute, ihr habt jetzt die Möglichkeit, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, wenn ihr gekillt werdet. Dann kommt die Killcam und in der Killcam am unteren Bildschirmrand seht ihr dann, dass ihr mit Dreieck die Klasse des Gegners kopieren könnt. Das heißt, wenn ihr dann wieder spawnt, dann habt ihr automatisch in dieser Runde, bis ihr eben stirbt, dann wieder eure alte Klasse oder eben ihr kopiert euch wieder eine, habt ihr die Klasse, die der Gegner genutzt hat oder mit der er euch eben gekillt hat. Der nächste Punkt, Waffensound. Auch hier Waffensound, mega nice. Brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Hat jeder gehört, hört sich einfach richtig nice an, auch auf Distanz. Man hört die Waffen, man weiß auch direkt, welche Waffe es ist. Es hat mir richtig gut gefallen. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt und zwar die Streaks, Leute. Streaks, richtig nice. Das sind neue Streaks und doch sind es die Streaks, die wir damals hatten, aber in verschiedenen Varianten. Beispielsweise es gibt einen persönlichen Radar, der nur für euch ist. Braucht, glaube ich, 3 Kills oder sowas und dann gibt es eben eine Drohne oder ein Radar, der dann für das ganze Team ist. Kleiner Tipp hier am Rande, Leute, für diesen persönlichen Radar, den erkennt ihr daran, wenn ihr auf die Minimap guckt und dann seht ihr bei euren Gegnern über ihrem Kopf einfach so einen Helikopter kreisen. Das seht ihr dann auf der Minimap, das heißt, wenn ihr dann einen roten Helikopter seht, der kein Kampfheli oder sowas ist, wisst ihr eben, dass da in der Gegend ein Gegner ist. Und auch die ganzen anderen Streaks, auf jeden Fall richtig nice gemacht. Die Animation leider geil vom Aussehen, also cooles Intro und sowas, wie zum Beispiel diese Hellstorm oder das Predator-Rakete reinkommt, sieht cool aus, aber dauert meiner Meinung nach einfach zu lange. Und jetzt kommen wir zu den negativen Punkten, Leute. Und hier gibt es ein paar Sachen, die mich richtig gestört haben. Also eins vorweg, ihr müsst wissen, mir hat die Beta am Anfang keinen Spaß gemacht. Im Laufe dann des Beta-Wochenendes und der Update die dann kamen und der Tage, dann auch noch mit der Minimap, dazu komme ich auch noch gleich, wurde es dann immer besser. Ich weiß nicht, ich habe immer ein besseres Gefühl bekommen. Es ist halt ein neues COD, man muss sich da natürlich ein bisschen reinfuchsen, man muss sich anpassen, Leute. Es ist nicht so, dass man einfach irgendwie die Skills hier vom BO4, die man da gelernt hat, direkt übernehmen kann. Das geht leider nicht. Und deswegen empfehle ich euch da auch, wenn ihr selbst testet, Leute, testet es länger. Also wirklich nicht irgendwie nur ein, zwei Stunden, scheiß Game. Gestern, also am Samstag, habe ich dann echt Bock gehabt in der Beta. Und ja, Leute, da will ich auf jeden Fall hier zu dem ersten negativen Punkt kommen. Und das waren die Sau
Sounds. Ich weiß, ich habe vorhin gesagt, Waffensounds waren nice, aber ich meine hier was anderes. Ich meine hier die Footsteps. Also ich hatte bei diesem Reveal-Event zum Beispiel auch keine Footsteps gehört. Für mich ist es neben diesen Waffensounds, die halt so krass sind und so laut sind, ist es halt klar, es ist halt unrealistisch, aber trotzdem brauchen wir die Footsteps. Wir müssen das halt hören. Will ich gar nicht weiter drauf eingehen, Leute. Das fixen die so schnell. Da kommen ja immer wieder Updates. Bei BO4 war es ja auch mit den Footsteps. Auch bei anderen Games ist das Sound immer wieder so ein Thema. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, das war mein größtes Problem mit dem Spiel, Leute. Und darauf muss ich jetzt ein bisschen länger eingehen. Und ich hoffe, dass ihr euch diesen Punkt, so wie ich ihn jetzt erklären werde, euch auch durch den Kopf gehen lasst. Ich hoffe, ihr versteht es. Ja, Leute, es waren auf jeden Fall, ihr habt es gesehen am Anfang, das Bild, was ich da gepostet habe, die Maps. Und die Maps waren meiner Meinung nach schrecklich. 2v2 Alpha, Leute, zähle ich hier nicht dazu. Das zählt für mich gar nicht hier zu dieser Beta-Experience. In der 2v2 Alpha hatte ich eine meiner besten Experiences. Alles, was man auf der Map beim Design falsch machen kann, haben die falsch gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Es wurden viele Profis, also professionelle COD-Spieler, befragt. So, was ist wichtig? Was muss stimmen in den neuen COD? Worauf legt ihr auf jeden Fall hohen Wert? Und was fast jeder gesagt hat, ist Maps. Und hier ist auch der Punkt, wo die Camper ins Spiel kommen. Das habe ich auch oft gesehen, gehört, gelesen. Ich habe mir einige Videos auf YouTube auch angeguckt von anderen Creatoren, die über MW geredet haben, die auch zu diesen Sachen mit den Campern was gesagt haben. Viele meinten da in dem Fall, dass es irgendwie ganz normal wäre, dass es in der Beta Camper gibt. Ich habe auch die BO4 Beta aufgenommen und ich habe auch dazu einige Videos. Guckt euch das an, ich werde mal unten ein oder zwei Videos verlinken und bitte zählt mal da die Camper nach. Ja, es gibt Camper. Nach, ich weiß nicht, 5-6 Matches kann man die vielleicht so an einer Hand abzählen. In Modern Warfare war es halt die ganze Lobby und es liegt meiner Meinung nach an den Maps. Es lag nicht an der Minimap. Minimap, Leute, kann man hier eigentlich, können wir ganz schnell abhaken. Haben die wieder zurückgebracht. Das ist kein Problem für die. Das bringen die schnell zurück, das fixen die. Aber Maps brauchen lange zum Design. Und da ist mein großes Problem, Leute, mit den Maps. Ich denke nicht, dass wir da bessere Maps bekommen werden. Ich denke nicht, dass die umdesignen werden. Die meisten sind da schon fertig und Map-Design braucht ziemlich lange. Das eine Bild da, was ich euch am Anfang da kurz eingeblendet habe, wo die 6 Leute da, oder 7, glaube ich, waren es sogar. Ich bin mir nicht sicher, wo die da in diesem Haus drin, gecampt haben. Das Spiel ist so aufgebaut, die Maps sind so aufgebaut, dass es sich darum bittet, campe doch irgendwo, bleib irgendwo, beweg dich nicht. Warum? Weil das Erste, was passiert, wenn man aus einer Deckung rausgeht, man steht auf beispielsweise einer Straße, wo man von 100 verschiedenen Seiten angeschossen werden kann und wir als Menschen können nicht einfach die ganze Gegend irgendwie mit nur einem Blick kurz mal abscannen. Vor allem in einem Spiel, wo die Farben eben so sind, dass man die Gegner generell schwer erkennen kann, wo einfach braun auf braun trifft und grau auf grau. Deswegen denke ich, dass generell die Maps, Leute, die sind für Camper gemacht. Oder anders gesagt, die Maps bringen dich dazu zu campen. Die Camper, die es sowieso getan haben, immer gecampt haben, die waren meiner Meinung nach kein großes Problem in den vorigen COD-Teilen. Waren da, aber man konnte sie trotzdem outgunnen. Und jetzt kommt ein weiteres Problem, Leute, und das war in Kombination mit diesen Maps das Schlimmste, was Infinity Ward machen konnte. Man kann in diesem Spiel kaum auf Situationen reagieren. Beispielsweise, ich laufe auf eine Straße, ich sehe oben in einem Fenster einen, er sieht mich zuerst, er schießt und ich habe kaum die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Die Waffen sind leider viel zu langsam, was die Aiming Downsides Zeit angeht. Von L1 drücken oder L2, je nachdem wie ihr es eben habt, bis zu dem Punkt, wo ihr dann schießen könnt, das dauert viel zu lange, Leute. Und in Kombination mit solchen Maps quasi den Leuten gar nicht oder uns Spielern, die ein bisschen rumrennen, nicht die Möglichkeit zu geben, jemanden Turn-On zu verpassen. An alle Leute, die Beta gespielt haben, Leute, bitte überlegt euch mal kurz, wie oft ihr jemanden Turn-On verpassen konntet in diesem Spiel. Time to Kill ist viel zu gering. Time to kill, Maps und nicht schnell genug zu reagieren, Leute. Das sind Sachen, die machen das Spiel aktuell für mich ungenießbar. Kann man aber noch fixen. Das ist halt das Geile daran. Deswegen halt die Beta. Ich finde es schade, dass man, auch wenn man Reaktionszeiten hat, man sieht Gegner, man will schnell drauf reagieren, aber die Waffen machen nicht mit. Meiner Meinung nach, wie die Beta angegangen sind, wie die das Ganze, also wie die uns die Maps gegeben, was für Maps die uns gegeben haben, wie die das Ganze gestaltet haben drumherum, ist ja auch ein bisschen Marketing das Ganze. Also ich weiß nicht, Leute, ich sage euch ganz ehrlich unterm Strich, ich hatte nicht wirklich Spaß bei der Beta. Ich hatte mehr Spaß, als dann die Minimap kam. Da hatte ich dann auf einmal mehr Kontrolle darüber. Aber allgemein hatte ich das Feeling, dass ich nicht wirklich die Kontrolle hatte übers Match. Trotzdem, Leute, ich bleibe dabei. Es ist eine Beta und es kann sich noch einiges ändern. Und ich hoffe, es wird sich noch einiges ändern. Ich bin wirklich offen. Ich werde mir das Spiel natürlich kaufen. Ich werde es auch spielen. Ich bin offen für Änderungen. Ich hoffe auf Änderungen. Ich hoffe, die hören weiterhin auf die Community. Also bisher Infinity Ward auf jeden Fall top gemacht. Schreibt eure Meinung unten in die
die Kommentare, wie ihr das Spiel bisher fandet. Wie gesagt, Leute, in den Kommentaren, bitte respektiert die Meinung anderer. Tauscht euch aus, aber verhaltet euch nicht wie irgendwelche. Ich habe euch auf Instagram gefragt, wie ihr die Beta fandet. Und ich habe euch auch gefragt oder darum gebeten, dass ihr mir auch schreibt, was ihr gut fandet, was ihr nicht so gut fandet. Ich werde das jetzt hier einblenden. Das werdet ihr jetzt gleich sehen. Da werdet ihr die ganzen Meinungen mit den Namen jeweils sehen. Das werde ich jetzt gleich einblenden. Vergesst auf jeden Fall nicht an der Stelle zu abonnieren, wenn ihr die weiteren Videos von mir nicht verpassen wollt, Leute. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns im nächsten Video oder Livestream. Haut rein, macht's gut und Peace. College Beats.